So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie ihr seht, ist es schon relativ duster. Ich habe mir ein Lichtchen angezündet, damit ihr mich auch gut seht, wenn ich was erzähle. Und das sorgt außerdem dafür, dass es hier ein bisschen wärmer wird. Wir haben nämlich 1,5 Grad, hat es plötzlich richtig krass abgekühlt. Ich bin auch gar nicht so passend angezogen. Mir fehlt zum Beispiel mein Halslappen. Aber dafür habe ich eine entsprechende Licht- und Wärmequelle. Gefühlt hilft das. Man fühlt sich zumindest wärmer. Und außerdem habe ich noch einen Schlafsack hier so vom um die Beine wickeln dabei. Ich penne zwar nicht draußen, aber ich habe trotzdem einen Schlafsack dabei. Und warum, das sehen wir dann später. So, nämlich Thema heute nochmal. Und ich hoffe, das ist jetzt, muss ich nicht nochmal behandeln, weil diesmal habe ich jetzt hoffentlich dann alles gesagt. Die Sache mit den Wildtieren, ne? Mit dem draußen schlafen und ich traue mich nicht, weil da gibt es ja wilde Tiere. Darum soll es jetzt gehen. Und zwar Schwerpunkt Wildschwein, Schwerpunkt Wolf, das machen wir dann nachher nochmal kurz extra. Das heißt, das ist für mich im gleichen Take, aber vielleicht schneide ich das als Extra-Video, vielleicht verpacke ich es auch dazu. Ich weiß es noch nicht, ich glaube, ich mache es als Extra-Video. Aber ja, ne? Folgendes. Grundsätzlich haben wir, muss ich nochmal betonen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns irgendein Tier im Wald irgendwie böse will, sehr gering. Ne? Der einzige, dem man da mit Absicht böse Wollendes zutrauen darf, ob das nun unbedingt so ist oder nicht, da streiten sich ja bekanntlich die Gelehrten gar sehr, ist der Wolf. Ne? Aber der könnte zumindest ein Interesse daran haben, uns wirklich böse zu wollen. Alle anderen haben kein Interesse dran, uns böse zu wollen. Und bis auf die Wildsau und theoretisch noch einen Hirsch, sind die anderen auch gar nicht in der Lage, uns nennenswert böse zu tun. Ne? Wobei so ein Dachs, wenn der zubeißt, aua, 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 aua. Und auch so ein Fuchs kann im Grunde schon relativ heftig zubeißen, ist aber ein winziges Tierchen und wiegt 4 Kilo oder irgendwas, den kann ich wegkicken. Das ist nicht so das Problem. Und alle anderen Tiere sowieso. Ne? Und theoretisch ist auch ein Uhu durchaus in der Lage, uns einen schwere Verletzungen zuzufügen. Das endet für ihn aber im Regelfall natürlich auch tödlich. Da müssen wir nur mal dumm um uns hauen, dann ist der kaputt. Das ist ein Vogel, der hat hohle Knochen. Nicht stabil. Gar nicht stabil, solche Tiere. Deswegen, da gibt es sonst nichts. Eigentlich wirklich bloß Wildschwein und Wolf und theoretisch der Hirsch, aber nur weil er halt groß ist, nicht weil er irgendwie aggressiv wäre, sind überhaupt in der Lage, hier irgendwie in irgendeiner Form zu den gefährlichen Tieren zu zählen. Ne? So, wir konzentrieren uns jetzt primär erstmal aufs Wildschwein. Und wenn wir jetzt Angst haben vor dem Wildschwein, dass das Wildschwein des Nachts kommt und uns gegebenenfalls was tut, dann, habe ich schon häufig erzählt, ist die Chance, dass das passiert, quasi super, 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 super gering. Und es ist auch noch nie vorgekommen, dass jemand im Wald übernachtet und dann kommt das Wildschwein und greift ihn an. Es ist vorgekommen, dass er im Wald übernachtet und die Wildschweine laufen vorbei. Und das passiert nicht so oft, wie teilweise der Eindruck entsteht, wenn man gerne mal Kommentare auf diversen YouTube-Videos liest. Wenn es passiert, dann erzählt man das halt gerne, ne? Und da ihr wahrscheinlich nicht auswendig wisst, welcher User überall jetzt schon die gleiche Geschichte erzählt hat, sozusagen, da wiederholt sich ja auch mal ein bisschen was. Und auch wenn ich meine Wildschwein-Begegnungsgeschichtchen erzähle, das sind ein paar, ne? Aber wenn ich die halt häufiger erwähne, dann klingt das so, als würde das ständig passieren. Dass mal so richtig nah Wildschweine gekommen sind, ist mir zweimal passiert. Also einmal war es eine unbestimmte Größe von Gruppe, weiß ich nicht. Der Frischling ist quasi direkt hinter meinem Tarp aufgetaucht, hat mich gesehen, quiek und weg. Und Mama hat aus dem Gebüsch gemacht und dann war die Sache geklärt. Ne? Dann wusste Frischling, okay, nicht zu dem Mann mit Hut gehen. Der Mann mit Hut ist zwar freundlich, aber soll da trotzdem nicht hingehen, der Frischling. Ne? Mütter. So, jedenfalls, das war das eine und das andere. Da waren wir sogar zu zweit, also Evelyn und ich. Und da lagen wir dann im Walde, hatten gar nichts aufgebaut, tabtechnisch oder sonst wie. Und dann kam eine ganze Rotte Wildschweine. Wir wissen nicht, wie viele. Wir haben sie nicht gesehen. Wir haben versucht, mit der Taschenlampe ein bisschen rumzuleuchten. Kamen vorbei in gefühlten 20 Meter Abstand. Gefühlt wird in Wahrheit wahrscheinlich ein Ticken mehr gewesen sein. Waren aber deutlich zu hören. Sind entsprechend an uns vorbeigezogen Richtung Waldausgang, haben da dann wahrscheinlich rumgewühlt und kamen dann irgendwann im Laufe der Nacht, wir haben halt weitergepennt, wach geworden sind wir, aber wir haben dann weitergepennt, kamen sie entsprechend wieder zurück. Bob. Wieder das gleiche Schauspiel, genau die gleiche Route, die haben ja Wildwechsel, ne?
Und dementsprechend hatten wir dann zweimal eine kurze, oh, das sind Wildschweine, Begegnung und ansonsten alles ruhig und war auch nicht weiter dramatisch sonst. Ne? So. Und das ist mir bis, das sind die einzigen beiden Wildschweinbegegnungen, von denen ich berichten kann. Andere Leute haben da wohl mehr. Jetzt muss man dazu sagen, ich penne ja auch nicht so oft draußen. Also ich kann es auch nicht mehr zählen, wie oft ich das schon gemacht habe. Das nicht. Aber es, ja, ist überschaubar. Ne? So alle 4 Wochen vielleicht mal. Irgendwie sowas um den Dreh. Gut. Jetzt nehmen wir also mal an, die wollten uns was tun. Wir wollen aus irgendwelchen Gründen unbedingt vermeiden, den Wildschweinen schutzlos ausgeliefert zu sein. Wobei, meiner Meinung nach, ist das schutzlos einfach so im Waldpennen ja gerade der Reiz bei der Sache. Gut, aber muss ja nicht jeder unbedingt so haben. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder versucht man wirklich ein wildtiergeschütztes Lager zu errichten oder, und so langsam könnte der auch mal wieder aufhören damit rumfliegen. Okay, jetzt ist er weit genug weg. Ja, entweder man richtet also ein wildschweingeschütztes Lager sozusagen, macht irgendwelche Schutzmaßnahmen, oder man geht wohin, wo keine Wildschweine zu erwarten sind. Die beiden Optionen gibt's. Folgendes. Wildschweingeschütztes Lager, da haben wir im Wesentlichen die Möglichkeiten. Wir bauen uns eine Burg, quasi. Wir pennen im Zelt, bieten gewissen Schutz. Wir nutzen Feuer. Oder wir nutzen, das kann man natürlich teilweise auch noch kombinieren, ein total ausgeklügeltes Alarmsystem, was gegebenenfalls auch noch mal ein gewisses Maß an Schutz bietet. So, folgendes. Erstmal Burg bauen. Ja, damit meine ich jetzt also so eine richtige Bushcraft-Festung. Hat bestimmt jeder von euch schon mal gesehen. Wenn nicht, googelt mal ein bisschen rum. Da gibt es den einen oder anderen oder die einen oder anderen, auch teilweise mehrere Personen, die da halt eben ganz tolle Sachen bauen. Handwerklich super toll. Ich persönlich bin ja gegen den Bau von befestigten Lagern im Wald, selbst wenn man es darf. Im Übrigen, wenn man niemanden gefragt hat, darf man es grundsätzlich nicht. Und wenn man jemanden fragt, dann darf man auch nicht über eine gewisse Größe hinausbauen, weil irgendwann ist es ein Gebäude bzw. ein Bauwerk und das ist im Wald generell verboten. Es sei denn, man hat eine Sondergenehmigung und das ist hier wahrscheinlich dann auch nicht der Fall. Ne? Wird man auch nicht kriegen, einfach nur zum persönlichen sich selbst bespaßen. Und je nachdem, welche Holzmengen man dafür baut, kann auch irgendwann von Holzdiebstahl die Rede sein. Ne? Nur theoretisch, und das ist auch alles viel weniger kritisch, als es klingt, aber ich persönlich bin da wirklich kein Fan von. Nur meine Meinung. Gut, Variante 2. Wenn man dann sowas gebaut hat jedenfalls, so mit richtig krassen Wänden, mit Wall, mit Pfählen drin und so weiter und so fort, dann ist die Chance, dass da die Sau einen überrascht, zumindest mal, relativ gering, weil sie sich da ja erst irgendwie durchbuddeln muss oder irgendwie da durchkämpfen muss. Durch diese diversen Schutzmaßnahmen, die da ergriffen wurden. Und das ist einfach unwahrscheinlich, dass die dann da nennenswert Interesse dran hat, da überhaupt entsprechend hinzukommen. Und aus dieser Position raus kann man sie dann ja mit Wattebällchen bewerfen. Dann haut sie bestimmt erst recht ab. Ne? Also das wäre so die eine Variante. Variante 2 ist die Sache mit dem Zelt. Ein Zelt ist eine physische Barriere. Und wenn man mit dem Zelt ein Zelt irgendwo hinstellt und da drin liegt, dann ist das erstmal ein Objekt, mit dem ein Wildtier nichts anfangen kann. Das ist erstmal ein Hindernis. Das Wildtier weiß ja nicht, dass das nur ein paar Millimeter dicke Zelthülle ist. Das wird schon auch irgendwie drauf kommen, dass das Ding ebenfalls dünn ist und hohl ist und sich relativ leicht bewegen lässt, weil es wackelt im Wind zum Beispiel und solche Späße. Aber wird da erstmal nicht drauf losstürmen, nur weil da was ist, was es halt nicht kennt. Und wenn da drin dann der Mensch entsprechend raschelt und entsprechende Geräusche gemacht, die ihn als Mensch identifizieren lassen, dann kommen einem da Wildtiere nicht zu nahe, auch nicht Wildschweine, und gehen da einfach drum rum, weil eine Bedrohungssituation ist nicht vorhanden für sie. Sie müssen also auch nicht angreifen, um sich zu verteidigen. Und dann ist es einfach höchst unwahrscheinlich, dass die aus irgendwelchen Gründen auf die Idee kommen, dieses Zelt da über den Haufen zu rennen oder sonst wie. Also das ist schon deutlich mehr Schutz, als einfach nur unter dem Schrägdach quasi zu liegen. Weil so ein Schrägdach, das, ob sie das wirklich als Schrägdach wahrnehmen können, aber wenn sie aus der Richtung kommen, in der halt eben nicht die Schräge ist, dann bietet das natürlich auch nicht mal eine physische Barriere, sondern gar nichts. Ne? Und da können sie auch drum rumlaufen und so weiter. Die sind jetzt ja gewöhnt, dass mal Dinge im Weg sind, wo sie drum rumlaufen müssen. Und dann sehen sie ja, wenn sie auf der anderen Seite sind, beziehungsweise sehen tun die ja nicht viel, aber dann nehmen sie auf jeden Fall wahr, dass da einer liegt, und da passiert auch nichts. Aber es ist nicht so gut wie im Zelt. Ne? So, und Variante 3 wäre die Sache mit dem Feuer, wie ich hier jetzt habe.
Was da jetzt brennt, ist Grillanzünder. Ne? Grillanzünder ist natürlich schon geeignet, um im Riesenumkreis sämtliche Tiere schön vor Ort zu halten, die eine halbwegs brauchbare Nase haben, weil sie diesen Geruch mit Sicherheit nicht abkönnen und im Gegensatz zu mir das auch wirklich über eine längere Strecke entsprechend riechen. Ich habe übrigens noch viel zu viel Grillanzünder, deshalb der muss irgendwann mal weg. Wenn ich ihn wegwerfen, ist blöd, also fackel ich ihn halt ab. So, und nutze das dann halt auch zu einem sinnvollen Zweck, nämlich Beleuchtung bei nächtlichem bzw. abendlichem. Das ist ja noch gar nicht spät. Videodreh. So. Feuer hält sämtliche Wildtiere fern, ist von daher eigentlich ganz praktisch als Survival-Technik generell. Das Problem ist nur, wieder Feuer machen dürfen wir nicht und es ist auch relativ verantwortungslos, wenn man ein Feuer die ganze Nacht über brennen lässt, es sei denn, man darf's und man hat da gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen und so weiter und so weiter. Also da kann es Situationen geben, in denen das vielleicht in Ordnung ist. Ich persönlich bin der Meinung, es ist gar nicht in Ordnung, außer man befindet sich wirklich in Lebensgefahr oder sonst irgendwie. Oder man testet es ja nur. Das kann man ja zum Beispiel machen. Eine Feuertechnik zum Testen, die ganze Nacht über brennen lassen. Dafür müsste man dann allerdings mehr oder weniger die ganze Nacht auch wach bleiben. Oder man lässt sie halt brennen von mittags bis frühen Abend. Dann weiß man auch, dass sie auch wasch die ganze Nacht gebrannt hätte. Irgendwie solche Möglichkeiten bestehen da. Aber das ist auch gar nicht so sehr das Thema. Feuer hält Tiere fern. Punkt. Ganz einfach. Da reicht auch wenig Feuer. Das muss also jetzt nicht ein loderndes Inferno sein, sondern so ein Flämmchen würde wahrscheinlich schon reichen, dass da kein Viech auf die Idee kommt, da in irgendeiner Form, in größeren Umfang vorbeizuschauen, wenn dann sowas brennt. Ne? So. Und dann wäre da noch die Sache mit der Alarmanlage. Da kann man sich also mit irgendwelchen Schnüren um Bäume mit Konservendosen dran oder mit was weiß ich was für lustigen technischen Maßnahmen richtig tolle Alarmanlagen um sein Lager bauen. Auch mit solchen Taschenalarmen, an denen so ein Stift dran ist, der dann durch das Berühren der Leine, die man ins Lager gezogen hat, quasi dann da rausgeht und dann macht das Ding irgendeinen unglaublich lauten Alarm, paar hundert Dezibel laut gefühlt, also 100 mindestens. Und das ist natürlich schön und auch hilfreich. Und in diesem Fall würde sich ein Wildtier wahrscheinlich sehr, sehr, sehr erschrecken, insbesondere wenn es eins mit Fluchtreflex ist und entsprechend abhauen. Und das kann man ja gegebenenfalls noch mit Zelt kombinieren. Wie gesagt, Zelt nicht legal. Dieser Alarmanlagenbau hingegen, da gäbe es zumindest aus rechtlicher Sicht, fliegt der jetzt schon wieder zurück, der blöde Heli, keine Bedenken. So, also diese ganzen Schutzmaßnahmen bieten ohnehin keinen sicheren, keinen so richtig sicheren Schutz und sind halt auch nicht praktikabel und sind im Übrigen meistens auch nicht erlaubt. Mit Ausnahme von dieser Alarmanlage, die per se ist jetzt erstmal nicht verboten, aber auch ne, bietet ja nicht wirklich ein Hindernis, macht ja nur Lärm und weckt euch, bevor das Tier da ist. Also wenn euch das hilft, die Sache mit der Alarmanlage, dann guckt euch da gerne mal auf YouTube rum, da gibt es tolle Anleitungen, wie sowas gebaut wird, also in richtig toll, besser als ich das je könnte. Und dann macht das und dann ist euch ja vielleicht geholfen. Aber andere Variante ist halt wirklich, man schläft dann halt in Gottes Namen da, wo keine Wildschweine zu erwarten sind. Und das ist dann wiederum möglich. Es erfordert allerdings einen gewissen Aufwand, insbesondere je nachdem, wo man wohnt. Wohnt ihr beispielsweise in Niedersachsen? Im flachen Bereich von Niedersachsen, also nicht im niedersächsischen Teil des Harzes, sondern in dem Bereich, wo es so richtig schön flach ist. So, Problem ist jetzt folgendes, da gibt es überall Wildsau, überall. Da werdet ihr keinen Ort finden, wo nicht potenziell Wildsau vorbeikommen könnte. Das heißt, ihr müsstet dann sogar das Bundesland wechseln, wenn ihr irgendwo hin wollt, wo kein Wildsau vorbeikommen kann. Ähnliches gilt für Berlin, Brandenburg, Teile von Mecklenburg-Vorpommern vielleicht. Also diese flache Norddeutschland, ne? Der komplette Streifen, auch Schleswig-Holstein wäre auch so ein Fall. Da könnt ihr euch eine Insel suchen oder nehmt euch ein Gummiboot und fahrt raus aufs Meer und übernachtet da. Da kommt auch keine Wildsau vorbei, ich weiß es nicht. Aber generell, wo es keine Gebirge gibt, wird da schwierig mit Orte finden, an denen die Wildsau nicht hinkommt.
Denn die Wildsau geht nicht dahin, wo sie nichts zu futtern findet, und sie wird auch nicht wohin gehen, wo sie in Gefahr wäre, im Falle eines Überfalls sozusagen, im Falle eines Angriffs durch Raubtiere, die sie instinktiv immer noch vermeiden, die Wildschweine, auch wenn sie schon seit Jahrhunderten eigentlich daran gewöhnt sein sollten, dass es keine mehr gibt, aber instinktiv haben sie da trotzdem immer noch einen Feindvermeidungsreflex, und inzwischen gibt es ja auch wieder den Wolf, der nicht wirklich an ausgewachsene Wildschweine rangeht, aber die müssen ja auch auf ihre Frischlinge aufpassen, ne? Das muss man ja auch noch im Hinterkopf behalten. Und demzufolge begeben die sich ungern selber in irgendwelche Schluchten beispielsweise, insbesondere ins Ende einer Schlucht, wo man nur schwer wieder rauskommt. Da würden die nicht hingehen, weil da finden sie A, sowieso nicht viel zu essen, und B, ist es da potenziell gefährlich, weil sie nicht weg können, falls ein Feind kommt, während sie da sind. Ne? Das heißt, wir könnten da eigentlich ganz gut übernachten. Da können wir zwar auch nicht weg, falls ein Feind kommt, aber wir sind ja quasi das gefährlichere Tier. Eigentlich sind wir ja der Feind. Und dass da die Beute zu uns kommt, extra so quasi in den Trichter reinläuft, nee, das passiert einfach nicht. Da hat das Wildschwein kein Interesse dran, dahin zu gehen. Andere Variante, wenn wir Berge haben, dann irgendwo auf dem Gipfel. Weil da hat das Wildschwein auch kein Interesse dran, auf irgendwelchen Berggipfeln zu hocken. Da ist es viel zu exponiert. Da gibt es meistens auch nicht genügend Dickung. Da kann es sich nicht verstecken. Und besonders viel zu fressen gibt es da auch nicht. Die hocken meistens tendenziell sowieso eher so am Waldrand oder verstecken sich irgendwo innen drin, wo es Dickung gibt, und machen sich dann, wenn die Nacht kommt, auf den Weg zum Waldrand, weil da gibt es viel mehr zu futtern. Insbesondere, wenn da irgendwie ein Maisacker in der Nähe ist. Dann kann man aber sicher sein, wuppala, dass ich das Wildschwein, keine Sorge, ich habe hier alles Laub weggeräumt um meine Lichteinrichtung, da kann gar nichts passieren. Also nicht, solange ich nebendran hocke zumindest. Dann kann wirklich nichts passieren. Wenn ich jetzt weggehen würde, das wäre gefährlich, aber tue ich ja nicht. So, ups. Ja, was wollte ich sagen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, also Berggipfel, ne? Da haben sie also auch kein Interesse dran. Es gibt im Übrigen auch eine Höhengrenze, wo die Wildschweine zwar durchaus noch überleben könnten, wo sie aber nicht hochsteigen, weil es nicht Sinn macht für sie. Sie haben ja keinen Feind, den sie aus dem Weg gehen müssen, der sie da wirklich hochtreibt. Und warum sollten sie dann da oben wohnen, wo es nichts zu fressen gibt, wo es kälter ist, wo es unangenehmer ist, wo es feuchter ist? Frischlinge sind empfindlich gegen Feuchte. Die bleiben lieber unten, so auf halber Höhe, oder gehen halt direkt runter ins Tal. Da gibt es viel mehr zu futtern, das ist viel fruchtbarer. Deswegen in hügeliger Landschaft tendenziell weit hoch. So und ab etwa 800-900 Meter, das hängt natürlich so ein bisschen von der Region ab, kann man eigentlich ziemlich sicher sein, dass da fast schon gar keine Wildschweine mehr gibt, beziehungsweise wirklich keine mehr gibt. Wer also so eine Riesenpanik vor Wildschweinen hat, dass er deswegen nicht draußen im Wald übernachten kann, dann würde sich der Bergwald der Alpen beispielsweise anbieten. Der geht nämlich nochmal deutlich höher als 800 Meter, und dann könnte man sich da, sofern man ein Stückchen findet, das nicht unter Naturschutz steht, und das wird wirklich, wirklich schwierig, könnte man sich dann da eben entsprechend niederlassen. Oder man macht es halt trotzdem, obwohl es unter Naturschutz steht. Das ist halt auch nochmal so eine andere Option. Aber das ist verboten. Das darf man natürlich nicht. Ne? Also da hätte man auf jeden Fall wirklich nicht mit entsprechenden Wildschweinen zu rechnen. Und sonst halt auf kleineren Hügeln wirklich obendrauf. Insbesondere, wenn der Gipfel relativ spitz zuläuft, dass auf dem Gipfelplateau sozusagen relativ wenig Platz ist. Und es muss natürlich noch ein Berg sein, auf dem nicht jetzt unbedingt ein Funkmast oder sowas steht oder 5 Windräder oder irgendwie sowas um den Dreh, weil dann ist das wieder als Schlafplatz natürlich nicht so praktisch. Und die dritte Möglichkeit, um Wildschweine aus dem Weg zu gehen, sind Klippen. Weil Wildschweine haben auch nichts davon, wenn sie ganz nah an die Klippe kommen. Oder irgendwelche Felsvorsprünge, die zum Beispiel in die Landschaft reinragen, was man zum Beispiel wunderbar in der Sächsischen Schweiz überall sehen kann. Was es auch an sonstigen Felsformationen, andere Mittelgebirge eben gibt. Und wenn man dann auf diese Felsen raustritt und sich auf diesen Felsen drauflegt, bei schönem Wetter, mit der Isomatte und so weiter und so fort, das geht. Man kann da nicht großartig Lageraufbau und so weiter und so fort betreiben. Und dann könnte man auf so einem Felsen, sofern Wildschweinangst das einzige Problem ist, das man hat, und man nicht noch zusätzlich Höhenangst hat, dann könnte man auf so einem Felsen eben entsprechend auch nächtigen. Da wird auch im Laufe der Nacht mit Sicherheit kein Wildschwein vorbeikommen, weil was soll es da? Es kann da nicht graben. Es findet da nichts zu fressen, da gibt es nichts für das Wildschwein. Und schöne Aussicht kann es auch nicht genießen, weil es sieht ja so schlecht. Ne? Also
Das sind so Orte, da ist wirklich nahezu auszuschließen, dass da irgendwann mal eine Wildsau vorbeikommt. Und jetzt hat Folgendes. Wenn ihr irgendwann mal davon überzeugt sein solltet, doch mal jetzt im Wald pennen zu wollen und euer Hauptproblem in irgendwelchen Tieren, die vorbeikommen könnten und so weiter und so fort besteht, dann hätte ich noch einen praktischen Tipp. Aber wichtig, dieser praktische Tipp ist jetzt mehr so als Jux-Einspieler gedacht und ich erzähle hinterher noch eine Kleinigkeit dazu, welcher Teil von diesem praktischen Tipp ernst zu nehmen ist und alles andere natürlich nicht. Ne? Nur ein Teil ist da ernst zu nehmen. So, und jetzt kommt er erstmal. Ja, und dann erstmal der wesentliche Hinweis, ich habe den Pfeil nie wiedergefunden. Ich habe eben ganz lange gesucht. Nein, der ist weg. Na, da seht ihr mal, was ich alles für euch opfere. Pfeil, das ist ja ein Bolzen, offiziell. So, Folgendes. Der Sinn in dieser Aktion besteht jetzt darin, dass ich nochmal, erstens fand ich es lustig, und zweitens wollte ich darauf hinweisen, dass ein militärischer Schlafsack, wie den ich jetzt hier verwendet habe, beziehungsweise den ich immer noch verwende, um mich damit ein bisschen zuzudecken, den großen Vorteil hat und für mich persönlich, speziell für mich, was für Waldübernachtung meiner Meinung nach richtig, richtig, richtig hilft und was ich auch bis heute gerne verwende, nämlich man kann den aufreißen, aufstehen und reagieren. Wenn also wirklich was ist, was einen stört des Nachts, ne? Egal was, was einem ein bisschen Angst macht oder wenn man einfach nur aufs Klo muss oder ganz dringend, irgend sowas in der Richtung, dann kann man den Schlafsack aufreißen und man kann aufstehen. Und diese militärischen Schlafsäcke, die mögen nicht die tollsten Schlafsäcke überhaupt sein, aber ich finde die ideal, nicht weil sie militärisch sind, sondern einfach aufgrund ihrer Machart mit diesem Schnellausstieg und der Funktion, dass man da wirklich relativ gut, auch aufgrund wie der Fußraum geschnitten ist, mit Schuhen reinsteigen kann, ne? Wenn man das dann möchte. Das ist natürlich auch nicht unbedingt für jeden, aber das geht erstaunlich gut. Haben wir ja gesehen, ne? Man kann auch mit Schuhen in dem Ding pennen. Und das einfach nochmal so als praktischer Tipp für die erste Waldübernachtung. Wenn es bei euch nicht daran hakt, dass ihr, also wenn ihr im Wald übernachten wollt, ne? Und ihr habt nicht das Problem, dass ihr bettelarm seid und ihr könnt euch einen militärischen Schlafsack, das kann ja ruhig ein ganz billiger sein, ne? Da gibt es ja auch so Discounter-Modelle und so weiter und so fort, die aber alle zumindest diesen schnellgängigen Reißverschluss und viel Platz im Fußraum zum Schuhe anbehalten bieten. Dann übernachtet doch in so einer Montur, ne? Mit Klamotten an, muss ja nicht jede Klamotte sein, aber zumindest mit Hose, mit T-Shirt, wenn es im Sommer ist, mehr braucht ihr dann ja nicht an Klamotten, in den Schlafsack rein, mit Schuhe anlassen eben, die kann man ja vorher ein bisschen sauber machen und wenn nicht, das ist ein Waldschlafsack, ne? Der wird immer irgendwie ein bisschen dreckig, das ist also nicht so dramatisch und ja, in voller Montur in den Schlafsack rein und wenn nachts irgendwas ist, also selbst wenn man da komplett vermummt drin liegt in dem Schlafsack, selbst dann kann man diese militärischen Schlafsäcke durch dieses Schnellaufreißsystem wirklich rucki-zucki aufmachen. Teilweise haben sie auch einen Frontverschluss, das ist dann noch besser, dann bist du halt quasi gleich komplett frei. Indem du dich einfach hochbeugst, geht dir dann teilweise schon auf. Man muss dann schon üben, in dem Ding dann noch gut zu schlafen, weil wenn man ein Schläfer ist, der sich viel bewegt, macht man sich den Schlafsack beim Bewegen in der Nacht gerne mal aus Versehen auf. Also da gibt es auch Leute, die da Probleme haben. Aber es geht ja jetzt wirklich um Waldübernachtung. Und für Waldübernachtung ist so ein militärischer Schlafsack eben wegen diesem Schnellausstieg
und der Sache mit dem Schuh anbehalten wirklich, wirklich meiner Meinung nach eine ganz gute Sache. Außerdem sind die oft in so gedeckten Farben, die kaum auffallen im Wald und vielleicht habt ihr ja noch irgendwo im Unterbewusstsein die Angst, dass jemand vorbeikommt und euch entdeckt beim im Wald schlafen. Und naja, man wird weniger entdeckt, wenn man einen Schlafsack hat, der oliv ist, als wenn man einen Schlafsack hat, der ist rot, gelb, blau, irgendwie sowas. Dann sieht man aus wie ein bunter Hund im Wald. Ne? Das fällt wirklich auf. Signalfarbe sieht man sehr weit, insbesondere jetzt im Herbstwald, wo man jetzt weit gucken kann. Aufgrund der Tatsache, dass ja das Laub jetzt langsam unten ist, die Bäume alle jetzt langsam kahl werden und da kannst du wirklich vergleichsweise weit schauen. Wenn da ein blauer Schlafsack, also ein blaues Objekt, könnte ich von hier aus im Umkreis von 500 Metern wahrscheinlich mehr oder weniger ausmachen. Hängt natürlich immer von der Morphologie ab, wenn man zum Beispiel in so einer kleinen Schlucht übernachtet oder zumindest in einer Mulde. Das ist nicht unbedingt wärmer, aber man wird nicht so sehr gesehen. Und es geht ja jetzt im ersten Moment nicht darum, dass ihr Kälteprobleme habt, weil ihr übernachtet ja hoffentlich im Sommer, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass man sich wohlfühlt, ne? Dass man das Gefühl hat, hier bin ich sicher, hier kann mir jetzt eigentlich nichts passieren und ich hocke meinetwegen auf einer Bergkuppe, auf einer Mulde in einer Bergkuppe, ich bin nicht weit zu sehen, ich habe einen tarnfarbenen Schlafsack, ich komme da sofort raus, wenn was ist und gegebenenfalls habe ich auch eine Armbrustpistole. Das ist natürlich nur Blödsinn, aber was ich damit sagen möchte, mehr oder weniger, ist halt, wenn man super schnell aufstehen kann, dann kann man auch auf gegebene Gefahren, die da irgendwie sind, in irgendeiner Form reagieren. Und auch bei Wildtieren, also wenn Wildtiere das Problem sind, das wir haben, auch die kriegen einen Schreck, wenn ihr plötzlich aufspringt, euch groß macht. Und selbstverständlich sollte man nicht, und zwar ausdrücklich, nicht mit einer Armbrustpistole auf irgendwelche Tiere schießen, weil A ist das Tierquälerei, B ist es verboten, C ist es Wilderei, das ist beides das gleiche, verboten und Wilderei, aber und wenn man damit auf ein Wildschwein schießt, dann nimmst du dich hinterher auseinander, das macht dem nämlich gar nichts, außer dass es dann sauer ist, ne? Also Blödsinn, völliger Quatsch, das ist nur als Gag gedacht gewesen. Ne? Niemals machen, auf keinen Fall. Nein, man trifft auch nicht das Auge, vergiss es. Das kannst du völlig vergarzen, das bringt gar nichts. So, auch nicht, wenn das eine teure Armbrustpistole und nicht so ein günstiges Spielzeugdingens ist. Ne? Auch dann nicht. Es müsste schon eine richtig krass üble, riesengroße Armbrust sein, mit der man wirklich ein Wildschwein erlegen könnte. Und die sind dann, glaube ich, na, die sind noch nicht mal illegal in Deutschland, aber dann erreichen wir irgendwann ein Level von Paranoia, der nicht mehr so ganz gerechtfertigt ist, aus meiner Sicht. Ne? Aber gut, das ist wieder mal nur meine Meinung. Ne? Ja, also das war einfach nur so als kleines Beispiel. Aktionsfähigkeit in der Nacht. Da fühlt man sich einfach viel sicherer, wenn man weiß, ich kann jederzeit aufspringen. Weil vielleicht liegt ihr ja dann doch mal irgendwann im Schlafsack und ihr habt beschlossen, ich übernachte jetzt im Wald. Und ihr habt irgendeinen stinknormalen Standardschlafsack. So, und da habt ihr euch jetzt mühsam eingemümmelt. Das kann mitunter ja wirklich eine Weile dauern, bis man da richtig drin bequem drin liegt. Und bis man da dann draußen ist, das geht auch ein paar Sekunden. So, und jetzt fällt euch im Laufe der Nacht eben ein, ja scheiße, wenn jetzt irgendwer Böses kommt, bis ich aus dem Schlafsack draußen ist, hat der mich aufgebissen oder angebissen, angeknabbert, je nachdem. Ne? Und das ist eben das große Problem. Und das ist der Grund, weil diese Überlegung hatte ich auch mal früher, weshalb ich diese Militärschlafsäcke so gut finde. Und bis heute finde ich, das ist echt ein Fortschritt, ein Vorteil, dass wenn doch mal was ist, auch wenn es für mich inzwischen eher so eine Situation ist, oder könnte ein Tier sein, schnell aufstehen und gucken, vielleicht siehst du es. Darum geht's, ne? Nicht, dass ich Angst habe, oh gut, da ist ein Tier, schnell, ich muss meine Armbrustpistole rausholen, sondern, oh, ich stehe mal auf und gucke, ob es vielleicht da ist, ob ich sehen kann oder sonst wie. Und dann kommt es auch mal vor, dass ich dann auch manchmal wirklich auch mit Schuhen übernachte, das ist sehr selten, aber manchmal mache ich das wirklich einfach aus dem Grunde, dass dann die Option eben, Tiere aufzuklären im Laufe der Nacht, ja, viel besser gegeben ist. Im Übrigen, die Viecher sind extrem laut heute Nacht. So. Ja. Warum schmeiße ich denn da noch einen Würfel aufs Feuerchen? Bin doch jetzt eigentlich fertig. Ja, jetzt brennt's. Das heißt, ich kann eigentlich ruhig noch eine kleine Zusammenfassung abgeben. Folgendes. Wenn man Angst vor Wildschwein hat und trotzdem im Wald übernachten möchte, dann entweder braucht man eine Burg. Ein Zelt hilft, eine Alarmanlage hilft, Feuer hilft.
Feuer muss übrigens noch mal kurz ergänzend nicht die ganze Nacht brennen, sondern immer mal wieder zwischendurch. Das würde dann schon reichen. Die werden sich auch nicht an der Stelle, wo es gerade eben noch gebrannt hat, nähern. Also man müsste quasi so einen Grillanzünder, den müsste man circa jede Stunde, denke ich mal, entzünden. Das würde dann wahrscheinlich schon den gewünschten Effekt gegebenenfalls erzeugen. So meine Meinung. Aber wie genau das jetzt ist, kann man jetzt so auch nicht sagen. Alarmanlage, wie gesagt, hilft auch noch. Reicht vielleicht für den einen oder anderen. Gut, und wenn man so ein Zeug nicht machen möchte oder sich halt eben an die Gesetze halten will, dann gibt es noch die Möglichkeit, wohin auszuweichen, wo nicht mit Wildschweinvorkommen zu rechnen ist. Und das sind Gebirge oder halt irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Schluchten, irgendwelche engen Täler, irgendwelche Kessel, ein Steinbruch beispielsweise. Ne? So richtig mitten rein den Steinbruch, da ist auch nicht bequem zum Übernachten, aber da ist auch nicht damit zu rechnen, dass da dann halt nochmal ein Wildschwein vorbeikommt. Also auch so ein Steinbruch ist sicherlich eine Idee, wo man da hingehen könnte. Und sonst Berggipfel, auch Hügelgipfel, super unwahrscheinlich, dass die da drüber marschieren, da haben die kein Interesse dran. So, ja, oder irgendwelche Klippen oder Steilhänge. Ah, eine Sache habe ich noch vergessen. Noch ein Ort, an dem man gegebenenfalls nicht vom Wildschwein aufgesucht wird, wenn man am Hang übernachtet. Und zwar wirklich ein steiler Hang, ein unangenehm steiler Hang. Nicht so ganz leichte Hanglage, sondern einer, wo man wirklich runterrutscht, wenn man nicht aufpasst. Wenn man sich da ein Lager reinbaut, also meinetwegen mit einer Schaufel da einfach eine große Stufe reingräbt und den Dreck nach unten schmeißt und dann mit ein paar Stocken, die man da so in die Erde klopft, also so ein paar Pfähle, das dann eben entsprechend fixiert. Das ist eine minimale Baumaßnahme. Das ist sogar so minimal, dass es nicht mal verboten ist. Und dann hätte man da einen ebenen Schlafplatz. Und wenn man da pennt, ist die Chance, dass so einen steilen Hang rauf und runter die Wildschweine unterwegs sind, auch quasi super, super, super gering. Da haben die auch kein Interesse dran. Was sollen die da? Da können sie nicht in Ruhe graben, da können sie nicht in Ruhe wühlen. Das ist anstrengend, das kostet unnötig Energie. Da haben die nichts von. Und damit fällt mir jetzt aber wirklich nichts mehr ein. Meinen tollen Gag-Einspieler habt ihr ja jetzt gesehen. Und ja, dann sind wir durch. Macht's gut. Jetzt muss ich hier irgendwie aufräumen, solange mein Licht hier noch brennt, weil ich habe tatsächlich keine Taschenlampe. Macht's gut.